Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über das Arbeitsprogramm der Kommission in Brüssel, in Berlin, weil es unsere gemeinsame europäische Angelegenheit ist. Und die Maßstäbe, die wir bei der Beurteilung dieses Arbeitsprogramms anlegen müssen, müssen auf zwei Grundlagen basieren, nämlich zum einen, was unser Interesse als Land ist, und zum anderen, wie das gemeinsam in Europa durchgesetzt werden kann. Und dieses, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nur möglich, wenn wir uns bemühen, das richtig, aber auch aufrichtig zu machen. Denn diese Kommission ist nicht irgendeine wichtige europäische Institution. Sie besteht aus Politikerinnen und Politikern von Sozialdemokratie, Christdemokraten, Liberalen, Grünen und einem Konservativen. Und sie ist ins Amt gekommen, benannt, vorgeschlagen durch die Mitgliedstaaten, aber gewählt im Europäischen Parlament. Und deshalb muss unser Maßstab auch ganz klar sein. Dieses Arbeitsprogramm ist ein politischer Kompromiss, der auch zumindest von vier wichtigen Fraktionen in Europa getragen wird und auch gestaltet werden soll. Und deshalb wird es darauf ankommen, dass wir genau diesen Maßstab hier anlegen. Und ich will mit Erlaubnis der Präsidentin dazu zitieren, was die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, meine Kollegin Iratxe García Pérez, gesagt hat dazu. Unsere wichtigsten Forderungen in Bezug auf den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandel, den die EU braucht, werden im Programm angemessen berücksichtigt. Es enthält die Versprechen, die an unsere Fraktion gemacht wurden, als wir diese Kommission in ihren Leitlinien unterstützt haben. Darum, genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es gehen. Und es wird auch nicht nach dem alten Muster gehen, wenn morgens früh die Sonne lacht, hat dies allein das Land vollbracht. Doch gibt es Matsch und Schnee, dann war es die EG oder heute EU. Genau so funktioniert es eben nicht. Die Themen, die Kommission gesetzt hat, sind aus meiner Sicht auch völlig die richtigen, nämlich Klima, Digitalisierung, Wirtschaft und Soziales, die Rolle Europas in der Welt, auch die Verteidigung unserer Lebensweise und Perspektiven für die Zukunft der EU. Genau darum wird es gehen. Und weil wir ja bei Klima anfangen, sage ich als Sozialdemokrat auch klar dazu, es gibt nur einen Green Deal mit einem roten Herzen. Und ich zitiere meine Kollegin Vorsitzende noch einmal. Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission kann nur mit einer angemessenen Finanzierung funktionieren. Und auch da hier alle Fraktionen im Haus, von Linken bis zur FDP, Sie nicht. Diejenigen, die zurzeit sparen, sind nicht irgendwelche aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, sondern das sind Regierungen mit Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberalen, Grünen und in Dänemark gestützt auch von der Linken. Das heißt, die Diskussion, die wir jetzt führen, um 1%, und 1% heißt nicht 1,0 oder am besten noch 1,00, sondern das heißt eine Basis, auf der auch dieses Land, wie die Bundesregierung versprochen und im Koalitionsvertrag festgelegt hat, nämlich mehr tun will als bisher für die Finanzierung Europas, dass wir das auch genauso diskutieren, dass wir eine Selbstverpflichtung haben in der sozialdemokratischen Parteifamilie Europas, genau wie in der christdemokratischen, der Liberalen und Grünen bis hin zur Linksfraktion, dass wir dieses Europa stärken, auch finanziell für die Zukunft. Und diese Zukunft ist die junge Generation, die geprägt ist durch Erasmus, durch vielfachen Austausch, die Erwartungen hat. Und diese Erwartungen müssen wir, muss die Kommission erfüllen. Lass uns gemeinsam an die Arbeit machen. Fordert Axel Schäfer von der SPD-Fraktion.
Nächster Redner in dieser Debatte dürfte eine etwas andere Tonlage anfangen. Norbert Kleinwächter spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Er sitzt ebenfalls im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns nichts vor. Das Arbeitsprogramm der EU ist gefährliche Träumerei und weit entfernt von den Fakten der Realität und dem Willen der Bürger. Da wird eine schöne neue Welt entworfen, wo Klimaneutralität durch Verbote von Technologie und explodierende Kosten als Wohlstandsbringer und Wachstumsstrategie verkauft werden, die Einschränkung der Meinungsfreiheit als liberal und die Durchsetzung der Gesellschaften mit qualifizierten Kulturfremden und illegalen Migranten als Bereicherung. Und das ist tragisch und gefährlich zugleich. Denn gerade die aktuellen Krisen zeigen, die EU ist in Gefahr und die Kommission ist auf dem falschen Weg und überhaupt nicht vorbereitet. Es gibt keine vernünftige Antwort auf die Migrationskrise an der Außengrenze. Es gibt keine Antwort auf die Rezession, die wir seit Jahren sehen und die durch Corona noch weiter verstärkt werden dürfte. Und es gibt keine Antwort auf die erheblichen Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und den Vorstellungen der Europäischen Kommission. Von der Leyen hat eine tief zerrüttete Europäische Union geerbt und spaltet sie noch weiter. Denn diese EU-Kommission handelt nicht im Interesse der Bürger. Sie orientiert sich vor allem an zwei internationalen Abkommen, und das geht sehr deutlich aus dem Programm hervor, an dem Klimaschutzabkommen von Paris und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Und der Kernbegriff dieser beiden Dokumente, das ist der Begriff der Transformation. Transformation meint hier nicht einen Wandel, der von unten kommt, demokratisch durch die Wirtschaft und so weiter, sondern eine Umgestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft von oben. Man träumt von der neuen Gesellschaft, von der neuen Wirtschaftsordnung, die ja dann so viel gerechter ist als die alte und als Vorbild für die ganze Welt dienen kann. Dahinter steckt eine eiskalte Agenda der Globalisierung, des Wohlstandsabbaus und der Umverteilung von Reich nach Arm. Und damit kennen Sie sich ja besonders gut aus, liebe Kollegen von den Linken. Sie diskutieren ja neuerdings darüber, ob man Reiche lieber erschießen oder vorher noch zwangsarbeiten lassen soll. Und damit sind Sie ja voll auf dem Höhepunkt der Zeit. Ne? Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, nur kommt doch neuerdings vom Hof auf den Tisch. Aber zu der fragwürdigen Strategie wird später Stefan Protschka noch einiges sagen. Ein großes Problem für Europa ist der European Green Deal, und er ist ja der Schlüssel für diese Transformationsstrategie, die ich hier kritisiere. Da wird den Leuten eingeredet, sie müssten jetzt sofort CO2 sparen, über 1 Billion Euro, und ein Viertel der EU-Mittel, Steuerzahlermittel natürlich, werden in den nächsten 10 Jahren versenkt, und die Bürger werden mit Verboten überschüttet. Verbote von Autos, Verbote von Heizsystemen, Verbote von nicht gedämmten Wohnhäusern. Und da frage ich mich, die Bürger sind doch heute schon in Finanznöten. Die können sich heute schon kein neues Auto leisten oder ein neues Dach. Wie sollen die dann auch noch letztendlich eine Heizung ersetzen, die ihnen letztendlich vor der Nase verboten wird? Und damit das auch so passiert, gießt die EU das alles in Gesetze. Sie will ein Klimagesetz verabschieden. Und dabei hat Brüssel aber gar kein Gesetzgebungsrecht. Die Brüsseler Exekutive erhebt sich einfach über die nationaldemokratisch gewählten Legislativen und macht dann eben einfach mal ein Gesetz. Das ist ein Verfassungsbruch ersten Ranges. Und wer aufmuckt, ganz oben im Programm auch, der erntet die Rache des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und des Europäischen Aktionsplans für Demokratie. Da werden dann neuerdings Fake News von der Wahrheit getrennt und sollen verschwinden. Und was die Wahrheit ist, das definiert natürlich Brüssel. Übrigens auch, welche Mitgliedstaaten die sogenannten europäischen Werte teilen. Und wenn Sie glauben, dass die europäischen Werte noch was mit Demokratie zu tun haben, also dass man eine Meinung hat und der in Wahlen Ausdruck verleiht, nee. Unsere europäische Lebensweise gründet sich auf die Werte Solidarität, Gleichheit und Fairness. Aha, wir sind jetzt alle gleich, international solidarisch und fair. Deswegen will Ursula von der Leyen möglichst bald eine Währungs- und Bankenunion, eine europäische Arbeitslosenrückversicherung und einen neuen Migrations- und Asylpakt. Hauptsache, die Deutschen zahlen den anderen die Sozialleistungen. Aber wissen Sie, was bei der Solidarität nicht erwähnt wird, Herr Birkwald? Keine Rolle spielt die Solidarität mit den eigenen Leuten. Keine Rolle spielt die Solidarität mit den wirklichen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten, insbesondere denen, die mit Muttis Migranten gerade alleine im Stich gelassen werden. Und das ist alles andere als fair und solidarisch. Es geht hier nur um eine Transformation gegen unseren Wohlstand, gegen unsere Demokratie, gegen unsere Verfassung, gegen unsere Bürger, gegen unser Volk. Und wir
Wir werden laut und immerfort Nein sagen zu dieser Transformation. Wir werden Nein sagen zu dieser Transformation, anders als die FDP. Das ist nicht die EU des Friedens und der Zusammenarbeit, die die Menschen wollen und für die wir stehen. Und wissen Sie, das einzig Beruhigende ist, die Chefin der ganzen Nummer ist Frau Ursula von der Leyen. Und wir wünschen ihr von Herzen so viel Qualität und Erfolg wie in ihrem Amt als Verteidigungsministerin. Denn wenn sie da genauso versagt wie dort, haben die Bürger Europas ein großes Problem weniger. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Norbert Kleinwächter hier mit einer sehr ironischen Wünschen für Frau von der Leyen, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU. Gunter Kriechbaum ist der nächste Redner und er ist auch Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union hier im Bundestag. Mal ein bisschen runter. Ja. Lieber Herr Kleinwächter, es gab früher mal, die Älteren werden sich daran erinnern, eine Werbung mit einem HB-Männchen. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann fühle ich mich unweigerlich daran erinnert. Wenn wir hier über Spaltungen reden, Sie werfen hier der Kommission bzw. auch Frau von der Leyen Spaltungen vor. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn einer Europa spaltet, dann sind es die rechtspopulistischen Parteien, die ganze Bevölkerung, Länder, Gruppierungen gegeneinander und gegenseitig ausspielen. Sie setzen auf Hetze, sie setzen darauf, dass genau das, was Europa vorangebracht hat, nämlich auch die Friedenssicherung, verspielt wird mit ihrer Rhetorik. Und da können Sie nur mit unserem allerentschiedensten Widerstand rechnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommission hat ein sehr engagiertes Arbeitsprogramm auf den Tisch gelegt. Und es hört sich fast etwas buchhalterisch an, wenn ich Ihnen sage, dass es 43 politische Initiativen sind, 28 neue legislative Vorhaben und 126 mit Priorität zu behandelnde laufende Gesetzesvorhaben. Damit wird im Übrigen auch sehr schnell die Frage beantwortet, was die deutsche Ratspräsidentschaft, weil das kürzlich hier ein Debattengegenstand war, ausmachen wird. 90% dieser Legislativvorhaben werden die Zeit unserer Ratspräsidentschaft ausfüllen. Und da steht uns natürlich einiges bevor. Nur im Staccato die einzelnen Stationen genannt. Kollege Schäfer ist bereits darauf eingegangen, der europäische Green Deal, CO2-Neutralität bis zum Jahre 2050, gestern auch verbindlich als Ziel endgültig festgeschrieben. Zweitens, ein Europa im digitalen und für das digitale Zeitalter mit einem Initiativpaket zum Wandel der digitalen Welt, bestehend aus einer Mitteilung zum Weißbuch für künstliche Intelligenz, neue Industriestrategie, insbesondere auch eine neue Mittelstandsstrategie, wird dieses Themenfeld ausfüllen. Drittens, eine Wirtschaft, die im Dienste der Menschen steht. Hier geht es eben nicht darum, dass die Europäische Kommission die Mindestlöhne in Europa harmonisieren möchte, sondern es geht um die Schaffung und Vorschläge für gerechte Mindestlöhne. Das ist ein großer Unterschied und auch dem Ausbau der Jugendgarantie. Wissen Sie, wir machen uns damit unter zu wenig Gedanken darüber in einem Land, in dem glücklicherweise die Jugendarbeitslosigkeit sehr niedrig ist, eine der niedrigsten auch in ganz Europa. Aber das ist eben so nicht in vielen anderen Ländern, vor allem in der südlichen Hemisphäre. Wenn wir dann auf den vierten Punkt schauen, dann ist es ein stärkeres Europa in der Welt. Man möchte ja auch eine geopolitische Kommission werden. Hier geht es insbesondere um die Fragen der Erweiterung. Hier müssen wir auch glaubwürdige Signale als Europäische Union senden in Richtung Albanien und Nordmazedonien. Es geht um den freien und fairen Handel. Es geht aber auch um die europäische Nachbarschaftspolitik, um Afrika, sicherlich ein Kontinent, den wir über Jahrzehnte hinweg sträflich vernachlässigt haben. Fünftens, die Förderung unserer europäischen Lebensweise, neuer Migrations- und Asylpakt, neue Strategie für eine Sicherheitsunion, Einsatz zum Gesundheitsschutz. Hier geht es insbesondere um Pläne auch der Krebsbekämpfung und auch um den Kampf letztlich der hybriden Bedrohungen, das vielleicht auch nicht ganz zu vergessen, einschließlich der Cybersicherheit. Und sechstens, neuer Schwung für die Demokratie in Europa. Hier verbirgt sich das Thema der Rechtsstaatlichkeitskultur.
Machtkultur dahinter. Das ist ein Thema, das uns hier übergreifend im Deutschen Bundestag immer sehr, sehr wichtig war. Ja, es ist ein ambitioniertes Programm, aber es gibt auch viele Themen, zu denen das Programm nichts sagt. Zunächst in sicherlich kluger Zurückhaltung wenig zum Thema des sogenannten mehrjährigen Finanzrahmens. Wir sind und müssen daran interessiert sein, auch als Deutscher Bundestag, dass der mehrjährige Finanzrahmen bald gelöst wird. Haben wir nämlich bis zum 1. Januar 2021 diesen nicht auf dem Tisch, dann haben wir Abbruchkanten bei bestimmten Positionen, beispielsweise bei Frontex, beispielsweise bei Forschung und Innovation, beispielsweise auch bei Erasmus. Mit anderen Worten, es fließt dann definitiv kein Geld mehr. Sicherlich müssen wir uns diesem Thema auch noch, gerade was der Zeitplan und den Zeitplan angeht, hier stärker als Bundestag widmen. Wir stehen aber auch vor der Frage, ob die Aufgaben den Ausgaben folgen oder ob es eben umgekehrt ist, dass die Ausgaben den Aufgaben folgen müssen. Und ich glaube, Letzteres ist richtig. Wir brauchen ein Mehr an Europa, und dieses Mehr an Europa wird nicht mit weniger Geld zu erreichen sein. Das wird nicht funktionieren, oder salopp gesprochen, am Ende kann Europa auch nur den Sprit verfahren, den wir als Mitgliedstaaten diesem in den Tank füllen. Das heißt, wir müssen auch uns darüber Gedanken machen, welche Aufgaben sind europäische und welche sind die richtigen. Und das wird sehr schnell deutlich, wenn wir uns gedanklich einmal in die Lage hineinversetzen. Wir müssten dieses Europa heute neu erfinden. Wir würden mit Sicherheit nicht mit der Landwirtschaft beginnen. Das war im letzten Jahrhundert, in den 50er, 60er Jahren richtig. Aber heute sind es drängende Themen wie Forschung, wie Entwicklung, wie Innovation, wie künstliche Intelligenz. Und wie weit wir hier auch ins Hintertreffen geraten sind, zeigt die auch in diesem Haus bereits geführte Diskussion um 5G bzw. auch eine Beteiligung der fernöstlichen Staaten. Alleine, dass wir diese Diskussion führen, zeigt, dass wir hier in Sachen Wettbewerbsfähigkeit deutlich zulegen müssen. Das heißt, wir müssen hier auch als Europäer und als nationale Mitgliedstaaten unsere Hausaufgaben machen. Und nur als letzter Satz sei mir gestattet, ich hätte auch noch gerne etwas gehört zum Thema der europäischen Kultur. Hier hat die Europäische Kommission in ihrem Arbeitsprogramm leider keinen einzigen Satz zu verloren. Das finde ich schade. Und vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal nacharbeiten. Herzlichen Dank. Gunter Kriechbaum war das von der Unionsfraktion, der hier auch noch mal Themen angesprochen hat, die seiner Meinung nach im Arbeitsprogramm fehlen und da auch von ihm vermisst werden. Michael Link spricht jetzt, europapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin von der Leyen hat einen sehr ambitionierten Plan für 2020 vorgelegt. Wir wollen als Freie Demokraten die Kommission vor allem daran messen, ob ihr Arbeitsprogramm die EU tatsächlich einerseits ökologisch nachhaltiger und andererseits gleichzeitig wirtschaftlich wettbewerbsfähiger macht. Und da ist es kontraproduktiv, lassen Sie mich ganz konkret gleich werden, wenn sich die Kommission jetzt verstärkt mit dem Thema europäische Mindestlöhne befassen will. Lassen Sie mich klar und deutlich sagen, hier verhebt sich, hier verzettelt sich die Kommission. Die Frage der Findung sowohl fairer als auch wettbewerbsfähiger Mindestlöhne fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Sie ist keine Gemeinschaftsaufgabe. Unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit wäre die Kommission gut beraten, hier nicht gesetzgeberisch tätig zu werden, hier die Hände davon zu lassen. Von der Leyen hat den Green Deal zur Chefsache erklärt. Sinnvoller wäre es aus unserer Sicht jedoch, die Ausweitung des erfolgreichen Emissionsverhandels auf alle Verursacher von Treibhausgasen voranzutreiben. Durch eine Ausrichtung des jährlichen CO2-Limits beim Emissionshandel auf die Klimaneutralität 2050 wäre sichergestellt, dass dieses wichtige Ziel auch tatsächlich garantiert erreicht würde. Die parlamentarischen Mitwirkungsrechte dürfen übrigens beim Klimaschutz auch nicht auf der Strecke bleiben. Ein wichtiger Punkt, der noch nicht erwähnt wurde in der Debatte. Deshalb sollten auch delegierte Rechtsakte, die berühmte Komitologie, also das vereinfachte Gesetzgebungsverfahren durch die Kommission allein, sollte hier die absolute Ausnahme bleiben. Klimaschutzdebatten gehören in die Öffentlichkeit, nicht in technische Verwaltungsgremien. Frau von der Leyen spricht erfreulicherweise von einer geopolitischen Kommission. Aber die Stärkung des Europäischen Auswärtigen Dienstes bleibt auf der Strecke. Im Gegenteil, seine Zuständigkeiten werden verwaschen. Von der Leyen und Michel sind
Ratspräsident Michel sind international viel aktiver als ihre Vorgänger. Das ist gut, aber damit steigt auch die Notwendigkeit der Abstimmung. Und die geht nur durch einen starken europäischen Auswärtigen Dienst und einen starken hohen Vertreter. Und der wird eben leider gerade nicht gestärkt. Dann die Sorge einer völlig unzureichenden Finanzierung der Bereiche Außen- und Sicherheit im neuen EU-Haushalt. Dem Europäischen Verteidigungsfonds droht eine finanzielle Bauchlandung erster Klasse. Europol und vor allem Frontex sind gemessen an den Aufgaben völlig unterfinanziert. Und dabei haben wir doch alle die Bilder von der griechisch-türkischen Grenze vor Augen. Mein Kollege Konstantin Kuhle wird nachher darauf eingehen. Die Rechtsstaatsberichte begrüßen wir ausdrücklich von unserer Seite. Dass hier die Kommission tätig wird für alle Berichte, für alle Länder, ist sicherlich sinnvoll. Es ist gut und wichtig, denn alle Mitglieder müssen sich hier an die gleichen Rechte halten und haben die gleichen Pflichten, nicht nur die neuen Mitglieder, auch die Gründungsmitglieder. Enttäuschend jedoch, dass die Kommission zum Thema Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskommission völlig schweigt. Kolleginnen und Kollegen, die Debatte um die Zukunft Europas läuft. Und dieses Jahr wird uns der Fortgang des Brexit noch intensiv beschäftigen. Von Boris Johnson ist anscheinend seine eigenen Propaganda zum Opfer gefallen. Der Rückkehr zur nationalen Souveränität als Allheilmittel. Aber weder Großbritannien noch Deutschland können sich verhalten, als ob sie eine große Schweiz wären. Und gerade die Schweiz will übrigens unbedingt Teil des Binnenmarkts bleiben. Kein geringer als IFO-Chef Clemens Fuest hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die Alternative nationale Souveränität versus europäische Souveränität eine Selbsttäuschung ist. Angesichts der Welt, in der wir leben, lautet die richtige Alternative vielmehr europäische Souveränität oder gar keine Souveränität mehr. Wir wollen eine starke und geeinte EU. Wir wollen kein Spielball Dritter sein. Subjekt oder Objekt internationaler Politik, das ist die Wahl, vor der wir stehen. Wir brauchen eine EU, die in der Lage ist, schrittweise mehr öffentliche Aufgaben zu übernehmen, vor allem im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit. Ein starkes Europa, das Menschen und ihre Rechte schützt. Das ist in der Tat ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt, nach dem Brexit mehr denn je. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Die Linke hat nun der Abgeordnete Alexander Ulrich das Wort. Auch Alexander Ulrich sitzt im EU-Ausschuss des Bundestags. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa, die Europäische Union ist in einer schweren Krise. Der Brexit hat das, glaube ich, noch mal deutlich gemacht. Nun auch die Entscheidungen, dass nun auch Großbritannien die Europäische Union verlässt. Und ich glaube, dass auch die Europäische Union auch in einer Krise ist, dass die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass auf ihre Lebenslagen auch entsprechend reagiert wird. Und wir als Linke haben immer gesagt, Europa wird nur dann eine Zukunft haben, wird den Menschen auch dienen und wird von den Menschen angenommen werden, wenn auch Europa sozial gestaltet wird. Und jetzt kommt die Europäische Union wirklich mal auf die Idee und nimmt auch eine Forderung von linken Parteien auf. Und ich schließe da die SPD auch gerne mit rein, dass man einen europäischen Mindestlohn umsetzen sollte. Und jetzt kommt die FDP sofort wieder und sagt, die Europäische Union soll die Hände davon lassen. Herr Link, ich habe Ihnen das gestern auch schon im Ausschuss gesagt. Mit Dumpinglöhnen, mit Löhnen, von denen man nicht leben kann, das ist kein Wettbewerbsvorteil. Das ist unmenschlich. Produkte und Dienstleistungen sollen sich über Qualität und über Innovation und Schnelligkeit auszeichnen, aber nicht durch Wettbewerb, durch die unfairsten Löhne. Deshalb hoffen wir, dass die Europäische Union da wirklich dran geht an dieses Thema. Wir brauchen einen europäischen Mindestlohn, der natürlich in Ungarn anders ist wie in Luxemburg. Aber in Deutschland müsste er auch auf 12 Euro angesetzt werden. Wir sagen 60% vom Durchschnittslohn des jeweiligen Landes. Das wäre ein Mindestlohn, über den man reden kann. Aber die Europäische Union ist auch deshalb in einer Krise, weil sie nicht mehr versteht, auch für die europäischen Werte zu kämpfen. Wenn man sich Bilder anschaut an der griechisch-türkischen Grenze, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo mit Tränengas und Blendgranaten und auch scharf geschossen wird auf Flüchtlinge, da muss man sagen, dann schämt man sich, dass die Europäische Union hier so schändlich mit Menschen in Not umgeht. Man schämt sich auch, wie vorgestern Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin dort aufgetreten ist. Sie hat dazu nichts gesagt, sie hat nur was von Frontex gesagt, noch mehr Grenzsicherung. Den Menschen muss geholfen werden. Wir haben eine Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. Die Europäische Union muss hier endlich handeln. Und ich sage auch, wenn Europa doch die Antwort sein soll auf Probleme, die die einzelnen Länder nicht mehr lösen können, dann frage ich mich schon, auch an die regierungsvertretenden Parteien,
Warum haben wir denn seit 5 Jahren keine Lösung in der EU-Flüchtlingspolitik? Warum haben wir keinen Verteilmechanismus mit anderen Ländern? Warum fällt uns das jetzt wieder auf die Füße, dass wir nicht wissen, wie diese Menschen eventuell fair in Europa verteilt werden können? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, werden wir auch nie eine Lösung bekommen. Europa darf keine Einbahnstraße sein. Wer von Europa Solidarität verlangt, wie osteuropäische Länder, muss auch Solidarität zeigen. Wer diese Solidarität verweigert, dem muss auch der Geldhahn zugedreht werden. Und deshalb braucht es hier ganz schnelle Lösungen. Das Arbeitsprogramm der Kommission hört sich natürlich von den Überschriften gut an. Aber die Frage ist natürlich immer, ist das auch am Schluss umsetzbar? Und wie will man es umsetzen? Der Green Deal ist erstmal eine tolle Sache. Ja, wir stehen dazu. Wir wollen eine CO2-freie Wirtschaft und Lebensweise. Die Frage ist aber auch gestern, die Schritte dorthin sind wir jetzt viel zu zaghaft und man hat es mal wieder in die Zukunft geschoben mit 2050 ohne konkrete Zwischenziele, ohne konkrete belastbare Dinge, die auch die einzelnen Länder umsetzen müssen. Und deshalb glaube ich schon, dass hier mehr getan werden muss, als Überschriften zu liefern und auch das Geld, was man da zur Verfügung stellen will. Das kommt mir so vor wie jemand, der ein Haus bauen will, aber nur Geld für die Dachziegeln hat und dann erwartet, dass irgendwie das Haus schon gebaut werden soll. So ist auch die Ankündigung der Kommission mit dem Green Deal. Hier muss viel mehr Geld investiert werden in eine Transformation der Wirtschaft. Und wenn ich den Green Deal anspreche, dann muss man auch sagen, wer klimafreundlich agieren will, der muss natürlich auch andere Politikfelder daran bemessen lassen. Und wenn ich das zum Beispiel die Handelsverträge mit Mercosur mir anschaue, was ist denn da klimafreundlich, wenn dieser Handelsvertrag dazu führt, dass der Regenwald in Brasilien abgeholzt wird und noch mehr Agrarprodukte nach Europa über tausende Kilometer gebracht werden? Das ist doch nicht klimafreundlich, das ist das Gegenteil davon. Aber solche Verträge werden abgeschlossen, weil die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Interessen immer noch vor Klimaschutz gehen. Und der zweite Punkt, und Herr Altmaier als Wirtschaftsminister sind da, freut mich. Wenn man tatsächlich Klimaschutz will, und dann müssen wir auch über die deutsche Stahlindustrie reden. Und aus Ihrem Bundesland waren vor kurzem wieder die Stahlkumpels auf dem Weg nach Brüssel und haben dort eine Resolution übergeben, weil es Ihnen langsam leid ist, dass hier nichts passiert und wir Gefahr laufen, dass die deutsche Stahlindustrie, die nachweislich am saubersten ist, nicht mehr wettbewerbsfähig ist, weil die EU nicht in der Lage ist, auch über Handelsverträge und über Zölle möglicherweise Dumpingstahl aus anderen Ländern höher zu bezollen, damit der Stahl aus Deutschland eine Chance hat. Hier muss endlich auch der deutsche Wirtschaftsminister deutlicher machen, dass wir hier in diesem Jahr zu Ergebnissen kommen müssen. Und deshalb sind Sie da aufgefordert. Wir haben das schon sehr oft auch im Wirtschaftsausschuss von Ihnen gefordert. Und ein allerletztes, wenn wir die Wirtschaft transformieren wollen, und dann wird es auch Verwerfungen geben. Wir werden das auch in Deutschland erleben, Automobilindustrie, Zulieferindustrie und so weiter. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass die EU-Kommission auch das Beihilferecht verändert, Herr Altmaier. Wir sind heute in einer Situation, dass Regionen erst in eine Krise kommen müssen, dass das Beihilferecht greift. Wir brauchen eine Abkehr. Wenn wir sehen, dass in 10 Jahren Regionen in Probleme kommen, muss auch da schon das Beihilferecht greifen. Und da muss auch die Bundesregierung endlich auch die deutsche Ratspräsidentschaft nutzen, dass wir hier vorankommen. Ich sage es noch mal und zum Schluss, Frau Präsidentin, Europa ist in einer tiefen Krise. Aber auch die deutsche Bundesregierung ist mit dran schuld. Man kann das nicht immer wegschieben. Denn dass Europa so funktioniert, da hängt ja die Bundesregierung auch immer mit drin. Und deshalb wäre es gut, wenn der Koalitionsvertrag, der Europa so an den Vordergrund gestellt hat, wenn man den endlich mal umsetzen würde. Und das würde auch bedeuten, Europa braucht viel mehr Geld, auch vom deutschen Haushalt. Vielen Dank. Alexander Ulrich war das für die Linksfraktion. Die nächste Rednerin kennt sich mit Europa besonders aus, weil sie auch mal Abgeordnete im Europäischen Parlament war. Seit dieser Legislaturperiode ist sie allerdings hier im Deutschen Bundestag, Franziska Brandner von den Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor einem Monat hat die Europäische Kommission ihr ambitioniertes Arbeitsprogramm vorgelegt. 43 neue Vorhaben, vor allem für Klima, Digitalisierung und Soziales. Doch all diese Vorhaben haben nur eine Chance, wenn die Mitgliedstaaten auch mitziehen. Und allen voran Sie, liebe Bundesregierung, haben eine besondere Verantwortung dafür mit der kommenden Ratspräsidentschaft ab Juli diesen Jahres. Dieser Verantwortung werden Sie bisher nicht gerecht. Bis jetzt haben Sie noch kein Programm mit Prioritäten für diese Ratspräsidentschaft vorgelegt. Und bis jetzt war Ihre Ausrede, wir warten ja auf das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission.
Das diskutieren wir heute. Ich hatte gedacht, das ist doch jetzt mal der Anlass, wo die Regierung ankündigt, was ihr Plan, was ihre Ziele, ihre Prioritäten für diese Ratspräsidentschaft ist. Bis jetzt habe ich leider aber von niemandem aus dieser Koalition auch nur ansatzweise dafür einen Plan gehört. Das ist wirklich eine vertane Chance. Und da, wo Sie einen Plan haben, da torpedieren Sie jetzt schon die Umsetzung. Beispiel Green Deal. Diese Woche, gestern, hat die Europäische Kommission ein europäisches Klimagesetz vorgelegt, das ambitionierter ist als ihr eigenes. Und was machen Sie, Herr Altmaier? Sie schreiben einen Brief an Herrn Timmermans und fordern die EU-Kommission darin auf, die Automobilindustrie von höheren CO2-Grenzwerten auszunehmen. Das ist doch genau das Gegenteil dessen, was wir jetzt brauchen, Herr Altmaier. Und es freut mich, wenn Sie der AfD dafür danken, dass Sie Ihnen jetzt dafür Applaus geben. Aber ich würde mich dafür bedanken, wenn Sie mal etwas tun, damit die Automobilindustrie in Deutschland wirklich vorankommt und zukunftsfähig ist. Das ist nämlich die Herausforderung, die wir hier alle zu stemmen haben. Und 12 Staaten fordern ein rasches, neues CO2-Ziel für 2030, darunter Frankreich, Italien, Spanien, eine ganze Reihe von Ländern. Und was machen Sie? Sie setzen auf Stillstand statt Dynamik, sind nicht an der Speerspitze dabei, sondern blockieren. Sie bremsen aus. Ändern Sie endlich diese Haltung und gehen Sie voran. Seien Sie in der Pole-Position in Europa dabei für Innovation und unsere Zukunft. Und bewegen Sie sich endlich. Und wir wissen auch, dass große Aufgaben einen starken Haushalt brauchen. Der Green Deal wird ohne Haushalt wirklich nur eine Luftnummer werden. Und der letzte EU-Gipfel ist auch gescheitert, weil Sie auf Ihrer Kürzungen, de facto Kürzung des europäischen Haushalts, bestanden haben. Sie verharren hier im Klein-Klein, statt endlich die Potenziale einer handlungsfähigen EU auszubauen. Weil Sie permanent die Strategie des Status quo fahren, statt Europa wirklich zu stärken. Das ist in diesen Zeiten, wo die Welt so unruhig ist, wo wir alle wissen, dass wir ohne Europa keine Chance haben, wirklich unverantwortlich. Gehen Sie endlich da mit den anderen Ländern, die vorangehen wollen, für ein starkes Europa, auch im Haushalt. Das ist ja noch nicht mal 1% der deutschen Wirtschaftsleistung, 0,7%. Wir geben im Verteidigungsbereich 1,4 aus, doppelt so viel. Das ist wirklich nicht mehr erklärbar, warum wir für Europa nicht bereit sind, in Innovation und in unsere Zukunft zu investieren. Und erlauben Sie mir am Ende noch mal auf die Frage, was passiert eigentlich in Idlib, einzugehen. Wir diskutieren das hier in Deutschland jetzt erst, weil es droht, dass Menschen, die dort fliehen, bei uns vielleicht ankommen. Und das ist eigentlich schon die Schande an sich. Weil wir seit Wochen und Monaten wissen, was in Idlib passiert, dass dort 1 Million Menschen auf der Flucht ist, weil Russland, weil Putin und Assad zivile Bevölkerung bombardieren, zivile Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und wir nichts tun. Und es ist nicht in Europas Interesse, dass wir diese Frage Erdogan überlassen, sondern hier müssen wir Europäer vorangehen. Völkerrechtsverbrechen brauchen Sanktionen, individuelle Sanktionen gegen jene, die sie begehen, einfrieren der Konten, keine Reisegenehmigung, kein Skiurlaub in St. Moritz. Das wären mal Zeichen, die wir als Europäer setzen könnten. Und Sie haben gestern immer argumentiert, dass mit der Aufnahme aus Griechenland geht nicht, weil das machen andere Europäer nicht mit. Das stimmt nicht. Schweden, Luxemburg, Frankreich, alle wollen mitmachen. Sie warten auf Deutschland, auf Ihre Regierung. Bewegen Sie sich endlich, damit wir europäisch vorankommen. Ich danke Ihnen. Franziska Brandner, die Sprecherin für Europapolitik von Bündnis 90 Die Grünen bzw. von der Fraktion. Nächster Redner in der Debatte zum Arbeitsprogramm 2020 der Europäischen Union ist Johannes Schraps von der SPD. Und er sitzt auch im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jedes Jahr legt die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm vor. Das ist die europäische Antwort auf alte und neue Herausforderungen, jedes Jahr wieder. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten der Hysterie und gerade beim zweiten Redner der heutigen Debatte haben wir uns davon leider wieder überzeugen lassen müssen. In Zeiten der Hysterie, in denen ein Virus mancherorts Schulschließungen zur Absage zahlreicher Groß- und Kleinveranstaltungen führt oder in einigen Ländern sogar zum Stillstand des öffentlichen Miteinanders. In Zeiten, in denen Menschen in sogenannten sozialen Netzwerken tagtäglich
von anderen Menschen mit Hetze überzogen werden, wo man sich jeden Tag auf jemand anderen stürzt, dessen Meinung oder dessen Gesicht einem nicht passt. In Zeiten, in denen es normal zu sein scheint, dass Parteibüros und manchmal auch private Häuser und Wohnungen ganz gezielt mit übelsten Schmierereien bemalt werden, in denen Autos von Menschen angezündet werden, in Zeiten, in denen auf Politiker und ihre Büros geschossen wird, die sich politisch oder in anderen Bereichen für unsere Allgemeinheit engagieren, die immer häufiger angegriffen, angefeindet und in einigen Fällen einfach erschossen werden. Und meist wird hier der Kasseler Regierungspräsident Lübcke genannt, aber leider gibt es auch weitere, weniger bekannte Fälle, wie den meines früheren Landrates Rüdiger Butte im Landkreis Hameln-Pyrmont, der mir persönlich in Sachen Aufrichtigkeit und Menschennähe immer ein Vorbild sein wird, auch wenn ihm genau diese Menschlichkeit und Nahbarkeit, die wir auch von Politikern sehen wollen, zum Verhängnis geworden ist. In Zeiten, in denen Menschen mit Autos in Karnevalsumzüge oder andere Menschenansammlungen fahren, in denen rassistische Menschen andere Menschen in Shisha-Bars erschießen, weil ihnen ihr Aussehen irgendwie suspekt ist, in denen Menschen ganz bewusst zu religiösen Einrichtungen fahren, um Massaker anzurichten, und wenn sie dann glücklicherweise von schweren Holztüren aufgehalten werden, kurzerhand andere Menschen ebenfalls wegen ihrer vermuteten Andersartigkeit erschießen. In Zeiten, in denen Menschen in Flüchtlingslagern in der EU in unwürdigen Zuständen hausen müssen, weil wir leider immer noch kein funktionierendes europäisches Asylsystem haben, und andere Flüchtende an den europäischen Außengrenzen von Staatsführern als politisches Faustpfand missbraucht werden, während die selbst in den Krieg ziehen und damit Instabilität und Inhumanität in der Region weiter anheizen. Und in Zeiten, in denen sich manchmal auch Menschen von anderen Menschen in Ämter wählen lassen, die an vielen Stellen maßgeblich zu Hysterie, zum Hass und maßgeblich zu menschenverachtendem Umgang mit bzw. eher häufig gegeneinander beitragen. An dieser Stelle übrigens viel Erfolg dem gestern in Thüringen gewählten neuen Ministerpräsidenten für seine keineswegs leichte Aufgabe. Bei vielen dieser Themen brauchen wir eine klare Haltung. Und dennoch müssen wir erkennen, dass wir in der medialen Öffentlichkeit von einer Skandalisierung zur nächsten laufen. Und da erscheint das jährlich wiederkehrende Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission, das wir heute diskutieren, bei aller schnelllebigen Hysterie unserer Tage absolut zu Recht als wohltuende Normalität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Arbeitsprogramm der Kommission ist ein Zeichen, dass die Europäische Union funktioniert, trotz Brexit und ganz egal, wie unterschiedlich die einzelnen EU-Kommissare gestrickt sein mögen. Es widmet sich vielen wichtigen globalen Herausforderungen, und Axel Schäfer hat vor mir gerade schon, und auch Angelika Glöckner wird das sicherlich gleich noch machen, viele wichtige inhaltliche Aspekte angesprochen und viele sozialdemokratische Forderungen, die sich in diesem Arbeitsprogramm wiederfinden. Aus unserer Sicht können wir aus Deutschland sehr viel Gutes zur Ausgestaltung dieser Themen beitragen. Und deswegen sei mir heute dieser moralische Appell hoffentlich gestattet. Lassen Sie uns hier im Haus dieses Arbeitsprogramm gemeinsam mit Leben füllen. Denn nicht zum Hetzen oder Brandstiften sind wir in dieses Haus gewählt worden, sondern um uns sachlich mit Themen auseinanderzusetzen, um den demokratischen Kompromiss zu suchen, mit angemessenem Respekt voreinander, nicht hysterisch, sondern ruhig und besonnen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Johannes Schraps war das von der SPD-Fraktion. Mit der größte Batzen an Geld an Förderungen von der EU geht ja in die Landwirtschaft. Dementsprechend wird das Stefan Proschka vielleicht ansprechen. Er ist nämlich Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft der AfD-Fraktion. Liebe Gäste hier im Hohen Haus, es ist ja wirklich bemerkenswert, dass im Arbeitsprogramm der EU fürs Jahr 2020 die gemeinsame Agrarpolitik überhaupt nicht berücksichtigt wird. Mehr als 40% des landwirtschaftlichen Einkommens stammen aus diesen Ausgleichszahlungen. Würden diese schlagartig wegfallen, dann würde das Höfesterben dramatisch beschleunigen. Außerdem wären ohne der GAP auch die hohen Naturschutz-, Umweltschutz- und Tierschutzleistungen und auch die ländliche Entwicklung momentan undenkbar. Sind das alles plötzlich keine Schwerpunkte mehr für die EU, die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik verdient die höchste Priorität und nicht der komische Green Deal? Aber
Aber immerhin findet man ja noch einen Satz zur europäischen Landwirtschaft im Arbeitsprogramm. Die vom Hof auf den Tisch Strategie soll die Bauern dabei unterstützen, qualitativ hochwertige, sichere, aber auch gleichzeitig billige Lebensmittel zu produzieren. Natürlich soll das Ganze nachhaltig und mit einem guten Einkommen für die Landwirte funktionieren. Meine Damen und Herren, die da mitgeschrieben haben, zu meiner Schulzeit hieß das Wirtschaft 6 setzen. Ich kann nicht billig produzieren und gleichzeitig viel Geld verdienen. Bislang hört man ja aber aus Brüssel immer nur, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln, alles drastisch reduziert werden muss. Grundsätzlich gute Ideen, aber davor sollte man vielleicht aktuell ein bisschen warnen. Wir leben in Zeiten mit Heuschreckenplagen, mit Dürreperioden, ja und mit gestörten Lieferketten aus der Sache mit dem Coronavirus. Und das zeigt uns aktuell die Schwäche unserer Importabhängigkeit, meine Damen und Herren. Unser Ziel muss sein, die Gewährleistung der Ernährungssicherheit. Und das gelingt garantiert nicht dadurch, wenn die EU unsere Landwirte zerstört, meine Damen und Herren. Dankeschön. Stefan Protschka von der AfD-Fraktion war das. Und nächster Redner ist Florian Hahn. Er ist für die Unionsfraktion Sprecher für Angelegenheiten der Europäischen Union. Und damit ja zur gleichen Parteienfamilie gehörend wie die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Unsere frühere Kollegin Ursula von der Leyen, die jetzt Präsidentin der Europäischen Kommission ist, hat, wie versprochen, zügig ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2020 vorgelegt. Das Programm ist keine Überraschung, folgt es doch den Leitlinien, die sie bei ihrer Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament im vergangenen Jahr vorgetragen hat. Oberste Priorität hat für die Europäische Kommission der Europäische Green Deal, mit dem von der Leyen künftig eine führende Rolle Europas in Bezug auf die Herausforderungen der Klima-, Umwelt- und Energiepolitik anstrebt. Dazu wird eine ganze Reihe ambitionierter Initiativen angekündigt. Die ersten liegen auch schon vor. Gestern kam der Vorschlag für ein Klimagesetz und ich stelle fest, die Kommission arbeitet und liefert. Aber jetzt ist es auch unsere Aufgabe, genau hinzuschauen. Und wenn ich sehe, dass die Kommission sich durch eine Vielzahl von delegierten Rechtsakten einen Persilschein ausstellen möchte und sich sozusagen am Parlament vorbei die Ermächtigung für den Erlass spezieller Regelungen verschaffen will, dann ist Obacht geboten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die nationalen, die parlamentarische Mitsprache darf nicht gefährdet werden, auch nicht beim Green Deal. Weitere Schwerpunkte setzt die Kommission beim Handel mit einer neuen Initiative zur WTO-Reform. Mit Blick auf die Handelspraktiken einiger Länder ist das auch dringend notwendig. Und im Finanzbereich will sie zu einer Vertiefung der Kapitalmarktunion beitragen. Das ist alles schön und gut, aber ich sage auch ganz klipp und klar an dieser Stelle, mit uns wird es keine weitere Vergemeinschaftung von Schulden, wird es keine Haftung deutscher Sparer für Schuldner in anderen Teilen Europas geben. Und im Sozialbereich werden Initiativen zum Mindestlohn und zur Einführung einer Arbeitslosenrückversicherung angekündigt. Auch hier ist es kein Geheimnis, dass wir als Union davon wenig halten. Und hier gilt für uns der Koalitionsvertrag. Zwischenzeitlich liegt auch die Delegiertenstrategie vor, Digitalisierungsstrategie vor. Sie wird flankiert von einem Weißbuch zur künstlichen Intelligenz. Damit will die Kommission einen breiten Konsultationsprozess in Europa anstoßen, der bis Mitte Mai vonstatten gehen soll. Und als Koalitionsfraktionen werden wir uns an diesem Prozess entsprechend beteiligen. Darüber hinaus soll Europa nach dem Plan der Kommission in der Welt sichtbarer werden, zum Beispiel mit einer Afrika-Strategie. Dies zeigt die geopolitische Ausrichtung der EU-Kommission unter der Präsidentschaft von der Leyen. Hierauf kann sie auf uns zählen. Positiv möchte ich bewerten, dass die EU-Kommission mit den neuen Vorschlägen zur Migration in die festgefahrenen Verhandlungen Bewegung bringen möchte. Das ist im Augenblick mehr als dringend geboten. Meine Damen und Herren, das Arbeitsprogramm soll die Initiativen der Europäischen Kommission strukturieren und terminieren. Es ist ein Plan für das laufende Jahr, aber es gibt Aufgaben, vor die sich Europa plötzlich sozusagen außerplanmäßig gestellt sieht. Und die aktuelle Flüchtlingskrise ist ein Beispiel dafür. Und hier ist Europa gefordert. Wir müssen gemeinsam mit den Türken eine Lösung finden. Dabei darf es jetzt keine nationalen Alleingänge geben. Solidarität mit Griechenland ist dringend notwendig.
Ordnung und Humanität sind notwendig. Ohne Ordnung kann es keine Humanität geben. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, die Außengrenze Europas zu schützen, mit mehr Personal, mit mehr Material, mit mehr Geld. Wir brauchen geordnete Verhältnisse und müssen den Menschen vor Ort noch besser helfen. Es würde die Stabilität Europas schwer erschüttern, wenn wir jetzt die Tore öffnen und alle reinwinken oder wenn wir jetzt anfangen, womöglich noch im Alleingang Kontingente aufzustellen und zuzuteilen. Wir müssen unser Versprechen, das sich 2015 nicht wiederholen wird, auch einhalten. Und das Drama an der türkisch-griechischen Grenze verdeckt leider, wer für diese Misere mitverantwortlich ist. In Syrien hat sich eine unheilige Allianz gebildet und Europa war nicht willens oder nicht in der Lage, dies zu verhindern. Daraus müssen wir endlich unsere Lehren ziehen. Und abschließend möchte ich sagen, die Europäische Kommission schreitet fleißig voran, wie das Arbeitsprogramm zeigt. Dabei wollen wir sie tatkräftig, aber nicht kritiklos unterstützen, im Interesse unseres Landes und im Interesse eines starken und einigen Europas, das wir dringender denn je brauchen. Herzlichen Dank. Florian Hahn von der CDU-CSU-Fraktion hat auch das Weißbuch zu künstlicher Intelligenz angesprochen, denn auch die Sicherheit für Netze und Informationssysteme soll besser geschützt werden, so steht es im Arbeitsprogramm 2020 der Europäischen Union. Jetzt Konstantin Kuhle von der FDP. Wenn wir heute über das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2020 diskutieren, dann können wir das nicht tun, ohne auch einen Blick auf die Situation in Griechenland zu werfen. Und das Bild, das die Europäische Union abgibt, insbesondere auf den Ägäischen Inseln, das ist nicht das Bild, das die Freien Demokraten von einer Europäischen Union haben, die eine Gemeinschaft der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sein will. Und aus diesem Grund muss das Thema der Migrationspolitik ganz oben auf der Agenda der Europäischen Kommission für das Jahr 2020 stehen. Das hat etwas zu tun mit dem Thema Humanität. Es hat aber auch etwas zu tun mit unserem Selbstverständnis als Rechtsgemeinschaft. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir die Errungenschaften der Europäischen Union verteidigen müssen dagegen, dass über das Thema der Migrationspolitik immer mehr Spaltung in Europa entsteht. Und das hängt insbesondere am Thema der offenen Binnengrenzen. Denn wir werden langfristig ohne Einigung und ohne Initiative dieser Kommission im Bereich der Migrationspolitik die offenen Binnengrenzen in Europa nicht verteidigen können. Und das wäre ein schwerer Fehler und ein schwerer Verlust einer massiven, einer wichtigen Errungenschaft unserer gemeinsamen Europäischen Union. Was ist zu tun? Die Europäische Kommission stellt in ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2020 drei Prinzipien in den Vordergrund ihrer migrationspolitischen Agenda. Das Ganze soll robust sein, das Ganze soll human sein und es soll wirksam sein. Robust heißt aus Sicht der Freien Demokraten, dass Frontex und der gemeinsame europäische Grenzschutz wirksam funktionieren muss. Und zwar nicht nur personell, sondern auch finanziell im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung. Hier muss eine Priorität auch seitens der Mitgliedstaaten gesetzt werden. Robust heißt aus Sicht der Freien Demokraten auch, dass das Asylbüro der Europäischen Union, EASO, ausgebaut werden muss zu einer vollwertigen EU-Agentur, auf die sich die Mitgliedstaaten gerade an der südlichen Peripherie der Europäischen Union auch verlassen können. Und meine Damen und Herren, humanitär heißt aus Sicht der Freien Demokraten, dass man heute an der europäischen Außengrenze helfen muss. Es braucht von dieser Europäischen Kommission und von den Mitgliedstaaten ein Sofortprogramm in den Bereichen Hygiene, Infrastruktur und Gesundheit, gerade auf den Ägäischen Inseln. Ich habe mir die Situation auf Lesbos anschauen dürfen vor einem Monat. Das ist eine unerträgliche Situation, die jetzt gerade noch schlimmer wird. Und deswegen muss Frau von der Leyen nicht nur die türkisch-griechische Landgrenze besuchen und dort eine Solidaritätsadresse abgeben, sondern muss sich auch blicken lassen auf den Ägäischen Inseln und insbesondere Gelder zur Verfügung stellen in den Bereichen Hygiene, Infrastruktur und Gesundheit. Und meine Damen und Herren, wirksam mit Blick auf eine europäische Migrationsagenda heißt, dass die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission zusammenkommen müssen. Und dafür hat gerade die Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortung im zweiten Halbjahr 2020, weil hier die Ratspräsidentschaft und die Präsidentschaft der Europäischen Kommission zusammenkommen. Ich habe die Uhr angehalten und frage Sie, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hebner zulassen. Nein. Und weil das so ist,
weil wir eine besondere Verantwortung haben als Mitgliedstaaten, gerade als Bundesrepublik Deutschland, in der zweiten Jahreshälfte 2020 kommt auf die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und einer Ratspräsidentschaft durch Deutschland eine besondere Verantwortung zu. Und ich will das als letzten Punkt noch sagen. Man kann ja, so wie die Grünen es in dieser Woche vermehrt tun, für nationale Alleingänge sein. Und man kann dem auch Ausdruck verleihen, indem man Ursula von der Leyen ablehnt als Kommissionspräsidentin im Europäischen Parlament, wie Sie es gemacht haben. Man kann aber auch Verantwortung übernehmen und wie Ursula von der Leyen einen Schritt zugehen auf Staaten in Osteuropa, die das Ganze anders sehen. Und das will ich an die Adresse von den Grünen und ich will es aber auch an die Adresse von Ursula von der Leyen sagen. Wer sich mit den Stimmen von Viktor Orban zur Kommissionspräsidentin wählen lässt, der hat eine Verantwortung, der hat aber auch eine Chance, unterschiedliche Auffassungen in der Migrationspolitik zusammenzubringen. Und das ist das, was dieses Jahr passieren muss. Und das passiert nicht mit nationalen Alleingängen, wie es die Grünen vorschlagen. Vielen Dank. Konstantin Kuhle war das von der FDP-Fraktion und er hat keine Zwischenfrage zugelassen. Deswegen gibt es jetzt eine Kurzintervention von Martin Hebner aus der AfD-Fraktion. Sie haben eben gerade berichtet, dass Sie vor einem Monat auf Lesbos waren und Sie haben von den unerträglichen Zuständen auf der griechischen Insel in den Flüchtlingslagern, die, und ich war vor einem Monat in Samos, was 12-fach überbelegt ist, analog wahrscheinlich unerträglich sind. Ich gebe Ihnen komplett recht. Sie haben allerdings in dem Fall eine Forderung gestellt, es müsse von der EU mehr Geld bereitgestellt werden. Ich will Sie nur darauf hinweisen, das passiert. Ich weiß nicht, ob Sie den Fonds AMIF kennen. Asyl, Migration, Hilfen von der EU. Da bekommt Griechenland jährlich und allein von diesem Fonds 800 Millionen Euro. Und das ist in dem Fall der Punkt, diese Gelder werden dort kommen, denn die Lager nicht an. Da gibt es übrigens, ich will Sie nur darauf hinweisen, einen sehr guten Bericht, in dem Falle von einer grünen Abgeordneten, die will ich nur ganz kurz loben, von Frau de Sutter im Europarat, die klar darauf hingewiesen hat, dass hier die Gelder nicht zielgerichtet ankommen und nicht verwendet werden. Und die Frau de Sutter hat, das war vor gut einem Jahr, schon alles klar angesprochen, dass der Antifraud Behörde in Brüssel hier eingeschaltet werden muss. Ich kann Ihnen nur mal helfen, als soll es, erkundigen Sie sich dort mal, was das Ergebnis gewesen ist. Wir haben es hier mit einem griechischen Problem zu tun und dann nutzt es überhaupt nichts, wenn noch mal zusätzlich Geld reinkommt. Dass der Missstand behoben werden muss, ist völlig außer Frage. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Das geht nicht, das muss geändert werden. Allerdings bitte erkundigen Sie sich, bevor Sie Pauschalaussagen tätigen, was da wirklich Sachverhalt ist. Das macht so keinen Sinn, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Und Konstantin Kuhle wird jetzt erwidern. Lieber Kollege Hebner, ich begrüße das sehr, wenn Abgeordnete dieses Hauses sich auf den Weg machen und sich ein Bild vor Ort machen. Vielleicht sollten Sie das nächste Mal die ganze Fraktion oder gleich die ganze Partei mal mitnehmen an die griechisch-türkische Landgrenze, auf die Ägäischen Inseln, damit Ihnen mal klar wird, was das Thema Flüchtlingspolitik für eine Auswirkung hat auf die Situation in Deutschland und wie auch unser eigener Anspruch an unsere Rechtsgemeinschaft als Europäische Union, an unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auf die Probe gestellt wird durch das, was da an der griechisch-türkischen Grenze passiert. Das ist meine erste Bemerkung. Zweitens ist es doch so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, die AfD-Fraktion in jeder Hinsicht gegen finanzielle Unterstützung sind, die dazu beitragen sollen, dass es keine zukünftigen Migrationsstürme und Eskalationen auf die Bundesrepublik Deutschland gibt. Ich bin in der Türkei gewesen vor zwei Jahren, habe mir dort ein mit europäischen Steuergeldern finanziertes Krankenhaus angeschaut, das dazu beiträgt, dass 3 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei bleiben. Und ich will Ihnen was sagen, das ist auch genau richtig, denn es ist besser, wenn die syrischen Flüchtlinge in der Türkei bleiben, dort versorgt werden und sich nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Es gibt aber in diesem Haus leider Protagonisten, die das unbedingt wollen, dass die sich auf den Weg machen. Und das ist ihre Fraktion, weil sie davon leben, weil sie das brauchen, weil ungeregelte Migration das ist, was sie sich am sehnlichsten wünschen. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass eine finanzielle Unterstützung auch im Rahmen eines aktualisierten EU-Türkei-Deals richtig ist, um die syrischen Flüchtlinge dort zu versorgen, wo eine heimatnahe Versorgung in Sicherheit möglich ist. Und natürlich ist es richtig, dass das Ganze stattfindet. Und ich will Ihnen auch noch abschließend sagen, mir ist auf Lesbos klar geworden, dass das, was da derzeit passiert, einfach nicht ausreicht. Das kommt nicht hinreichend an. Ja, es gibt Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der griechischen Zentralregierung und der Lokalregierung. Wir haben mit beiden gesprochen, aber es reicht nicht aus. Es ist Zeit zu handeln. Und Ihre Feigenblattreise, die ändert daran gar nichts.
Konstantin Kuhle, also hier nochmal im kurzen Austausch mit Martin Hebner von der AfD. Nächster Redner, jetzt aber wieder zurück zur Debatte, wie sie angekündigt ist, ist Manuel Sarrazin, Sprecher für Osteuropapolitik von den Grünen. Meine Lieblings-FDPler, da gehört Konstantin Kuhle auf jeden Fall dazu. Aber heute hier hast du doch so ein bisschen das freundliche Gesicht der kalten Asylpolitik der FDP zum Besten gegeben. Die Behauptung, wir Grünen würden einen nationalen Alleingang machen. Gucken wir uns doch mal an, wie wir die Frage mit den Flüchtlingsschiffen gelöst haben. Da hat diese Bundesregierung nach jahrelangem Blockieren sich mit anderen Staaten geeinigt, eine Koalition der Willigen zu machen, um die Flüchtlinge von den Schiffen in einem festen Schlüssel zu verteilen. Eine gute Sache, eine gute Sache. Ist das ein nationaler Alleingang? Es ist genau das, was wir jetzt auch wollen. Portugal und Frankreich haben bereits zugesagt, Kontingente zu übernehmen. Das ist genau das, was wir als Modell jetzt wollen. Und da werden wir andere ermutigen zu handeln, wenn wir vorangehen und sagen, wir machen das jetzt, wir stehen bereit, weil wir das Vertrauen den anderen Staaten geben, dass wir am Ende nicht kneifen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die man sagen muss. Das andere, was mir wichtig ist zu sagen, damit es nicht hinten runterfällt, die Region, über die wir jetzt reden, in dieser Krise, ist nicht nur die Türkei, Griechenland und Syrien. Die Situation jetzt zeigt auch, wie wichtig die Erweiterungsperspektive für die Länder des westlichen Balkans für Frieden und Stabilität in der Region ist. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass die Erweiterungsperspektive für den westlichen Balkan an Glaubwürdigkeit extrem verloren hat. Es ist für die Arbeit der EU-Kommission in diesem Jahr und in den nächsten Jahren von entscheidender Bedeutung, dass die Erweiterungsperspektive für die Länder des westlichen Balkans endlich wieder glaubwürdig wird. Ohne eine glaubwürdige Perspektive für diese Staaten, dem europäischen Projekt früher oder später beitreten zu können, werden wir Sicherheit, Stabilität in der Region Europa nicht gewährleisten können. Und ich erwarte von dieser Bundesregierung und von der Europäischen Kommission, dass wir in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten alles dafür tun, dass die Glaubwürdigkeit für diese Chance wiederhergestellt wird, die in den letzten Monaten mit den Nichtentscheidungen leider so stark zerrüttet wurde. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Angelika Glöckner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal die Frage aufwerfen, wofür steht denn eigentlich unsere Europäische Union? Für Friede, für Freiheit, Humanität, Wohlstand, Sicherheit, das sind die Versprechen, die sich die Menschen von dieser Europäischen Union erhoffen. Und dafür stehen wir im Wort. Und ich sage, das muss auch die Klammer sein um das Arbeitsprogramm dieser Europäischen Kommission. Und als Sozialdemokratin erkenne ich an, dass die Kommission ein umfangreiches Programm vorgelegt hat. Und ich begrüße sehr, dass es auch um eine Arbeitslosenrückversicherung geht. Übrigens ein Vorschlag unseres Bundesfinanzministers Olaf Scholz. Und Herr Hahn, wenn Sie sich hier auf den Koalitionsvertrag berufen, dann muss ich Sie daran erinnern, dass auch hier die Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, im Wort steht. Der Koalitionsvertrag ist das eine, aber Absprachen mit der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament sind das andere. Und ich bin gespannt, wie weit Sie sich an Ihre Worte und Ihre Versprechen halten wird. Für uns als SPD-Fraktion bedeutet gerechte Mindestlöhne, was auch im Arbeitsprogramm steht, ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass wir Mindestlöhne gestalten, die lebenswert und gerecht so sind, dass Menschen davon leben können. Und ich sage das auch mit dem Hinweis und in dem Wissen darauf, dass wir auch in Deutschland hier bei den Mindestlöhnen nachbessern müssen. Doch im Sinne einer europäischen Sozialpolitik reicht der Mindestlohn eben nicht aus. Das sind erste wichtige Schritte. Zu einer Wirtschaft, wie es mehrfach gesagt wurde, die den Menschen dienen soll, gehören für mich ohne Wenn und Aber auch eine stärker ausgeprägte Tarifbindung und eine starke Mitbestimmung sowie auch hohe Standards beim Arbeitsschutz. Eine starke Sozialpartnerschaft, wie wir sie hier in Deutschland kennen, das ist die wichtige Säule für ein soziales und wirtschaftliches starkes Europa. Und es gehört ebenfalls für mich deshalb auf die To-Do-Liste dieser Europäischen Union. Genauso muss es uns immer sozialpolitischer Einspruch sein, dass Kinder nicht in Armut leben.
Bildung, Chancengleichheit, das sind wichtige Themen. Und ich will auch nennen den Erfolg meiner sozialdemokratischen Kollegin hier in der SPD-Bundestagsfraktion, denen es gelungen ist, die Gleichstellungspolitik Europas dadurch zu beeinflussen, dass wir das Thema jetzt auf die Agenda nehmen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist ein wichtiges Programm. Und die Kommissionspräsidentin wird es, die Kommissarin wird es in ihr Programm aufnehmen. Das ist ein wichtiger Erfolg. Ich will abschließend sagen, sozialverträglicher Klimaschutz, Kampf gegen Plattformökonomien, Kampf gegen Lohn- und Steuerdumping, Einsatz für unsere Demokratie, gegen Rechtspopulismus, Hass und Hetze. Alle Aufgaben ist eines gemeinsam. Wir können sie nur gestalten, wenn wir als Europäer, als europäische Mitgliedstaaten gemeinsam das anpacken. Und das bedeutet auch, wir brauchen Stärke nach außen. Aber Kolleginnen und Kollegen, Stärke nach außen bedeutet eben immer auch Zusammenhalt, Stärke nach innen. Und das kriegen wir nur, wenn wir eine starke Bildungs- und Qualifizierungspolitik machen, wenn wir bei all unseren Aufgaben immer eine starke Sozialpolitik denken. Und das müssen wir in diesem Arbeitsprogramm verfolgen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sagt Angelika Glöckner von der SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist nun Marie-Louise Dött. Sie ist für die CDU-CSU-Fraktion die Sprecherin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die von Ursula von der Leyen angeführte EU-Kommission hat sich für die nächsten Jahre drei Hauptschwerpunkte gegeben. Erstens die Digitalisierung, zweitens die Sicherung der sozialen Marktwirtschaft und drittens das Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Dieses Ziel ist in der Mitteilung zum europäischen Green Deal bereits näher erläutert worden. Die Unionsfraktion unterstützt den Ansatz von Ursula von der Leyen. Es ist richtig, jetzt mutig voranzugehen und auf die drängenden Fragen unserer Zeit Antworten und Lösungen zu finden. Das erwarten die Menschen von Europa zu Recht. Europa darf nicht länger als Problem wahrgenommen werden, sondern es muss im Bewusstsein der Menschen wieder mehr zum Problemlöser werden. Im Zusammenhang mit dem Green Deal hat die neue EU-Kommissionspräsidentin vom Mann-auf-dem-Mond-Moment gesprochen. Es ist ein passendes Bild. Ähnlich wie seinerzeit in den 1960er Jahren in den USA soll es Europa gelingen, in relativ kurzer Zeit das scheinbar Unmögliche zu schaffen. Was damals die Landung auf dem Mond war, soll heute der klimaneutrale Kontinent Europa sein. Zwei bisher wenig beachtete Umstände der amerikanischen Apollo-Mission können uns auch heute helfen, das Ziel sicher zu erreichen. Logisch ist, dass Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins ohne Trägerrakete, ohne Raumschiff, ohne Mondlandemodul, also kurz ohne die technischen Innovationen, niemals auf dem Mond hätten landen können. In den Jahren vor 1969 wurden in den USA umfangreiche Forschungsaktivitäten angestoßen und erhebliche Finanzmittel investiert, um dies alles zu ermöglichen. Dasselbe gilt heute für uns in Europa. Ohne technische Innovationen und deren Einsatz in der Praxis werden wir das Ziel der Klimaneutralität niemals erreichen. Den zweiten Aspekt finde ich noch bemerkenswerter. Die USA beschäftigten sich seinerzeit mit mehreren Optionen um den Wettlauf im All gegen die Sowjetunion. Das wollten sie für sich entscheiden. Zur Debatte stand zum Beispiel eine bemannte Weltraummission, wie sie die Sowjets bereits durchgeführt hatten. Allerdings verbunden natürlich mit der Gefahr, sie damit nicht zu übertreffen. Also schaute sich US-Präsident Kennedy an, welche technischen Voraussetzungen schon vorhanden waren und in welchem Zeitfenster realistischerweise mit den benötigten Weiterentwicklungen zu rechnen war. Erst als das alles geklärt war, gab er das Ziel aus, binnen 9 Jahren auf dem Mond zu sein. So sollten wir es auch beim Green Deal machen und den darin vorgeschlagenen Ambitionssteigerungen im Klimaschutz
So sollten wir vorgehen. Erst schauen, was möglich ist, dann Ziele festlegen. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob dieses Prinzip bei der Erhöhung des europäischen Klimaziels für 2030 angewendet wurde. Für die Fraktionen von CDU und CSU steht fest, eine Ambitionssteigerung kann erst am Ende einer umfassenden Folgenabschätzung stehen und nicht bereits am Anfang. Klimaziele geben natürlich eine gewisse Richtung vor, aber für sich alleine genommen steuern sie nicht. Und wir dürfen damit konkurrierende Ziele nicht aus dem Blick lassen. Ich erinnere hierbei an die UN-Nachhaltigkeitsziele. Apropos Ziel. Völlig offen ist bislang auch, wie genau das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 aussehen soll. Bedeutet dies eine absolute Reduktion von 80%, 85% oder 95% der CO2-Emissionen? Schweden hat sich zum Beispiel bis 2045 das Ziel gesetzt, im Vergleich zu 1990 85% der Treibhausgasemissionen einzusparen. Der Rest soll durch natürliche oder technische Möglichkeiten kompensiert werden. Beides zusammen ergibt Klimaneutralität. Die Unionsfraktion fordert daher eine zügige, einheitliche und europaweit gültige Definition für den angestrebten Zielzustand der Treibhausgasneutralität. Und meine Damen und Herren, zum Schluss. Natürlich wollen wir alle die Schadstoffeinträge in die Umwelt reduzieren. Bei der Erarbeitung der Null-Schadstoff-Aktionsplans ist zu berücksichtigen, dass Europa mit Regelungen wie zum Beispiel REACH und CLP-Verordnung umfangreiche Schutzinstrumente für Mensch und Umwelt entwickelt hat. Spezifische Regelungen, beispielsweise für Arzneimittel, Pflanzenschutz, Biozide, Kosmetik, Spielzeug, Abfall, Transport, Umwelt, Anlagensicherheit und Arbeitsschutz, bieten ein breites und wissenschaftlich fundiertes Instrumentarium zur Vermeidung von schädlichen Wirkungen auf Menschen und Umwelt. Die chemische Industrie ist eine der saubersten weltweit. Eine Produktionsverlagerung ins nicht-europäische Ausland würde Arbeitsplätze kosten. Kollegin Dürth, Sie dürfen selbstverständlich weitersprechen, tun es aber auf Kosten Ihres Kollegen. Und dem Umweltschutz nicht helfen. Der Green Deal muss also genau angeguckt werden und danach werden wir handeln. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Marie-Louise Dort hat hier schon ein bisschen überzogen, das aber eventuell mit einem Lächeln wettgemacht. Vorletzter Redner in der Debatte ist jetzt Christian Petri von der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer und Zuschauer, Europa bietet den Menschen Schutz und Europa bietet den Menschen Sicherheit. Eine starke Domäne Europas, der Verbraucherschutz zum Beispiel. Wir haben heute viel gehört über den Umweltschutz, eine europäische Aufgabe, eine starke Domäne. Wir haben heute auch vieles gehört über Schutz der Arbeit. Alexander, ich bin dir ausdrücklich dankbar, dass du die Stahlarbeiter genannt hast, denn es geht um gute Arbeit, gute Löhne. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Europa. Auch der Schutz der Freiheit ist ein wichtiger Punkt. Auch hier ist Europa für uns da. Das Arbeitsprogramm hat davon vieles im Inhalt. Der europäische Green Deal mit den Mitteln, die bereitgestellt werden, 100 Milliarden und mehr, das digitale Zeitalter, die Wirtschaft, ein stärkeres Europa in der Welt. An der Stelle freue ich mich, dass die Kommission dies nicht nur aus Sicherheitsaspekten sieht, sondern in der Zusammenarbeit mit Afrika, aber auch in der Erweiterungsstrategie mit dem westlichen Balkan. All dies sind Aufgaben für Europa, und da können wir froh sein, dass wir dieses Europa unterstützen können. Ich weiß, dass das nicht jeder hier in diesem Raum so richtig verstanden hat, also die eine oder andere Rede. Also wenn, ich sag mal, für die Landwirtschaft tut Europa relativ viel. Und wenn man sieht, wie die britischen Landwirte irritiert sind nach dem Brexit, was sie vorher in dem System der Agrarförderung in der EU hatten und was jetzt ihnen droht, da sieht man das. Dann sieht man das, wie wichtig Europa für die Menschen und für die Wirtschaft in diesen Gebieten sind. Europa bietet den Schutz und die Sicherheit. Und Europa garantiert uns die Freiheit. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es ausdrücklich wichtig, dass wir Europa mit ausreichenden Mitteln ausstatten. Die Basis der Verhandlungen ist 1%. Die FDP hat ein paar Vorschläge gemacht. Ich habe nur nicht gehört, Kollege Link, dass Sie auch gesagt haben, mehr Geld dafür bereitzustellen. Es waren ja gute Vorschläge dabei. Die Passage ist irgendwie abhanden gekommen. Da müssten Sie das ehrlicherweise natürlich auch sagen. Ich freue mich,
Ich freue mich darauf, auf die künftigen Verhandlungen und die Umsetzung dieser Maßnahmen, denn Europa ist das Beste, was uns passieren kann. Es schützt uns, es bietet uns Freiheit und Wohlstand, und daran werden wir dauerhaft arbeiten. In diesem Sinne, Glück auf. Ende Januar hat die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm vorgestellt unter dem Titel Eine Union, die mehr erreichen will. Und der letzte Redner in der Debatte im Deutschen Bundestag zu diesem Arbeitsprogramm ist nun Marc Helfrich von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die größte Herausforderung und Verantwortung Europas besteht darin, alles zu tun, damit unser Planet wieder gesund wird. Das ist die entscheidende Aufgabe unserer Zeit. Die Erderwärmung, die Erschöpfung unserer natürlichen Ressourcen und das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten gefährden Sicherheit und Wohlstand Europas und der Welt. Der European Green Deal ist Europas Reaktion darauf. Er ist nicht nur eines der 6 Ziele, die die Kommission mit ihrem Arbeitsprogramm ins Auge fasst. Er ist das Ziel Europas. Kernelement des Green Deal ist es, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Europas Staaten sollen dann nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als sie durch Ausgleichsmaßnahmen binden können. Zu diesen zählen beispielsweise die Aufforstung von Wäldern, die CO2-Speicherung oder noch besser die CO2-Nutzung. Deshalb soll Europa aus der Kohlenutzung aussteigen und seinen Energiemix aus erneuerbaren Quellen beziehen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll nach den Vorstellungen der Kommission der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 noch mal deutlich reduziert werden, um 50 bis 55% gegenüber 1990. Die angestrebte Neutralität Europas, Klimaneutralität, soll durch Maßnahmen flankiert werden, die nicht weniger als einen Komplettumbau von Industrie, Energieversorgung, Verkehr und auch Landwirtschaft bedeuten. Zu diesen zählen im Bereich der Mobilität strengere CO2-Flotten- und Abgasgrenzwerte sowie eine stärkere Förderung der Elektromobilität. Was wir jedoch nicht vergessen dürfen: Die Automobilbranche befindet sich in einem Veränderungsprozess, der nicht in einem Strukturbruch enden darf. Und dafür braucht die Branche vor allem Planungssicherheit. Kollege Helfrich, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hebner? Ich würde gerne ausführen weiter. Zudem sollen nachhaltige alternative Kraftstoffe wie Biokraftstoffe und Wasserstoff verstärkt im Luft- und Schwerlastverkehr gefördert werden. Anwendungsbereiche, in denen eine Elektrifizierung absehbar nicht möglich ist. Mir persönlich geht dieser Plan der EU-Kommission nicht weit genug. Vor allem Wasserstoff hat das Zeug, zentraler Baustein der Lösung für das Klimaproblem und für die Energiewende zu werden. Gerade im Mobilitätsbereich können Wasserstoff und daraus hergestellte synthetische Kraftstoffe eine ernsthafte Alternative zur Elektromobilität sein, wenn die europäische CO2-Flottenregulierung angepasst wird. Zudem bietet Wasserstoff die Möglichkeit, Solar- und Windenergie langfristig zu speichern und auch zu importieren. Ja, ich weiß, dass Sie mit dem Thema gasförmige Energieträger ein Problem haben, aber das werden wir heute nicht auflösen können. Und meine Damen und Herren, Europa kann mit einer wasserstoffbasierten Wirtschaft weltweit führend werden. Entsprechend sieht der Green Deal vor, die Stahlindustrie auf eine saubere Stahlerzeugung mit Wasserstoff bis 2030 vorzubereiten. Denn wenn im Jahr 2050 die Industrie in Europa sauber sein soll, beginnen bereits heute die letzten Investitionszyklen für eine Umstellung. Aber es darf keinen europäischen Alleingang geben, denn sonst gefährden wir die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Und diese Gefahr ist real. Wenn es für energieintensive Produzenten zu teuer wird, in Europa zu produzieren, werden diese Unternehmen den Kontinent verlassen. Und deshalb braucht die Industrie große und vor allem verlässliche Mengen an erneuerbarem Strom zu international wettbewerbsfähigen Preisen. Wir brauchen einen europäischen Industriestrompreis.
Um eine CO2-bedingte Abwanderung der Industrie zu vermeiden, plant die Kommission zudem einen CO2-Grenzausgleich. Denn wenn außereuropäische Länder Klimaschutz nicht ernst nehmen, muss Wettbewerbsgleichheit eben an der Grenze zu Europa entstehen. Allerdings habe ich Zweifel, ob ein solcher CO2-Grenzausgleich zu realisieren ist. Denn wie will man den CO2-Abdruck abertausender Produkte aus Indien, China oder den USA realistisch ermitteln? Ich mag mir die CO2-Zollfibel an dieser Stelle wirklich nicht vorstellen. Meine Damen und Herren, der European Green Deal ist ein Vorhaben mit historischer Tragweite. Rund zwei Jahrhunderte nach dem Ausbruch der industriellen Revolution in Europa stehen wir erneut vor einem Komplettumbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist nun an uns, diese Transformation zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Helfrich. Die AfD-Fraktion hat für den Kollegen Hebner eine Kurzintervention gebeten. Der gebe ich statt. Herr Kollege Hebner, Sie haben das Wort. Ja, Herr Helfrich, ich habe eine ganz einfache Frage. Sie haben den Green Deal als das zentrale Vorhaben dargestellt, als, wie Sie sagten gerade, Komplettumbau der Industrie und der Wirtschaft und der Gesellschaft nach dem Plan der EU-Kommission. Herr Helfrich, jetzt mal ganz direkt gefragt und auch, verzeihen Sie, ich wollte kurz von Ihnen eine Antwort dann noch haben, für die Union zu sprechen. Sind Sie dann Befürworter einer Planwirtschaft, einer von einer Kommission, von Kommissaren zentral gesteuerten, geplanten Wirtschafts- und Gesellschaftsumordnung? Denn genau das haben Sie damit ja auch klar konstatiert. Sie haben ganz klar gesagt, dass ein kompletter Umbau der Industrie erfolgen muss. Bitte schön, wer plant das dann? Das ist die Kommission. Ist das Ihr Vorgehen analog der bisher auch in anderen Regimen bewährten Planwirtschaft? Herr Kollege Helfrich, Sie können antworten. Man muss aber nicht auf dem Blödsinn zeigen, sollte man das nicht tun, aber ich will ja keine Chance auslassen, dass der Kollege Hebner vielleicht noch dazulernt. In jeder Wirtschaftsordnung ist es so, dass es staatliche Rahmenbedingungen gibt, die wir als Politik zu schaffen haben. Ich hoffe, dass auch das Ihr Verständnis ist, als Sie sich haben aufstellen lassen und dann leider gewählt wurden in dieses Parlament. Und um nichts anderes geht es, dass wir auf europäischer Ebene und natürlich unter Berücksichtigung unserer deutschen Interessen, die wir in diesen Prozess einbringen, Rahmenbedingungen setzen, damit das am Ende gelingen kann. Und in diesem Rahmen werden sich dann, wie wir das wollen und auch gewohnt sind, natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer entsprechend dann verhalten und ihre Industrie und ihre Geschäfte tätigen können, wie das eben einer Marktwirtschaft so üblich ist. Marc Helfrich hat hier also nochmal auf die Kurzintervention geantwortet und damit kommt der Bundestag zu einem neuen Tagesordnungspunkt.